Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ich bin der Mats und ihr seht eine neue Folge Let's Denk. Im Jahr 1804 lebten erstmals mehr als 1 Milliarde Menschen auf der Erde. 130 Jahre später waren es 2 Milliarden und seit eure Eltern geboren wurden, hat sich die Weltbevölkerung mehr als verdoppelt. 1960 lebten etwa 3 Milliarden Menschen auf der Erde, heute sind es schon über 7. Allein im Jahr 2013 hat die Weltbevölkerung nur bislang um weitere 55 Millionen Menschen zugenommen. Am Ende des Jahres werden es ganze 83 Millionen sein. Dabei sind wir aber bei unserem aktuellen Konsum bereits heute 3 Milliarden Menschen mehr, als unsere Erde vertragen kann. Der sogenannte ökologische Fußabdruck zeigt, dass wir schon seit 1987 mehr Rohstoffe verbrauchen, als unsere Erde ohne Schaden zu nehmen maximal bieten kann. Heute brauchen wir schon 1,5-mal so viele. Genau das ist auch Thema in Dan Browns aktuellem Bestsellerroman Inferno, dem Nachfolger von Sakrileg und Illuminati. Dort findet der geniale Milliardär Bertrand Zobrist, Spezialist für Genetik und Keimbahnmanipulation, eine einfache Lösung für dieses Problem. Nachdem nicht einmal die Weltgesundheitsorganisation auf seine Warnungen hört, konstruiert er kurzerhand ein Virus, das innerhalb weniger Tage die gesamte Weltbevölkerung erfasst und ein zufällig ausgewähltes Drittel der Menschheit unfruchtbar macht. Zobrist raubt 3 Milliarden Menschen für immer die Möglichkeit, ein Kind zu haben. Eine perverse Art des Massenmords oder eher eine Idee, über die man angesichts der heutigen Lage tatsächlich nachdenken sollte? Solche programmierbaren Vektorviren, wie Zobrist sie benutzt, gibt es zumindest auch in Wirklichkeit und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis ein solcher Schritt auch in unserer Welt möglich wäre. Ein extremer Schritt, der seine Begründung aber aus einer Tatsache zieht, die auch bei uns traurige Realität ist. So wie bisher kann es nicht mehr lange weitergehen. Aber was passiert eigentlich, wenn unser Kredit bei der Erde irgendwann ausgeschöpft ist? Wenn wir unsere Bedürfnisse nach immer mehr Rohstoffen nicht mehr für alle Menschen stillen können? In der Tierwelt gibt es dafür erschreckende Beispiele. Wenn es in einem begrenzten Lebensraum nicht mehr genug Nahrung für alle Tiere und keine Chance zum Ausweichen auf andere Lebensräume gibt, greift die Natur wie immer auf grausam effiziente Art und Weise ein. Jungtiere, die noch nicht zum Überleben der Gruppe beitragen können, werden gezielt getötet. Sogar bei Schimpansen werden in Notlagen die Schwächsten, also die Jungtiere, aussortiert, um die Überlebenschancen der Gruppe zu vergrößern. Ist es möglich, dass es bei uns genauso enden wird? Erschreckenderweise ja. Und es ist nicht nur möglich, es ist sogar schon passiert. Die Ureinwohner der Osterinsel, die vor allem für die großen Köpfe aus Stein bekannt ist, kümmerten sich nicht um so etwas wie nachhaltigen Konsum. Sie rodeten nach Lust und Laune Wälder und erlebten eine Blütephase ihrer Kultur, ein Leben im Überfluss, bis irgendwann die Bäume knapp und das Ackerland unfruchtbar wurden. Auf der Insel lebten plötzlich zu viele Menschen mit zu wenig Rohstoffen. Im puren Kampf um die letzten Ressourcen folgten Krieg, Mord und sogar Kannibalismus. Am Ende überlebten gerade einmal 20% der Bevölkerung. Könnte uns so etwas auch global passieren? Natürlich könnte es. Warum auch nicht? Was ist die Erde denn anderes als eine riesige Insel mit begrenzten Ressourcen? Ihr merkt schon, wenn wir nicht aufpassen, haben wir noch in diesem Jahrhundert ein echtes Problem. Zum Bevölkerungswachstum gibt es verschiedene Prognosen, basierend auf aktuellen Trends und absehbaren Veränderungen von Lebenserwartung und Geburtenrate. Schon heute sinkt die Wachstumsrate im Vergleich zum späten 20. Jahrhundert. Der Club of Rome prophezeit das Maximum bei 8,1 Milliarden Menschen im Jahr 2040. Aktuelle Vorhersagen der UNO sehen den Höhepunkt aber erst im Jahr 2100 bei ganzen 10,9 Milliarden Menschen auf der Erde. Angenommen, wir wollen weiterhin so viel konsumieren wie bisher. Wir bräuchten laut WWF schon 2030 eine zweite Erde, um unseren Bedarf an Nahrung, Energie und Fläche zu decken. 2050 wären es sogar schon 3. Wenn wir irgendwann tatsächlich über 10 Milliarden Menschen zu versorgen haben, müsste die Menschheit ihren Verbrauch mehr als halbieren, um genug für alle zu haben. Der Grund, warum wir zu viele Ressourcen verbrauchen, ist aber nicht die reine Menge an Menschen. Würde jeder Mensch leben wie ein Indonesier, könnten wir schon heute 10 Milliarden Menschen versorgen. Das wirkliche Problem liegt bei uns, den Industrienationen, der sogenannten Ersten Welt. Allein der Staat New York verbraucht laut Internationaler Energieagentur mehr Energie als alle afrikanischen Länder unterhalb der Sahara zusammen. Es gibt nicht einfach nur zu viele Menschen. Auf der Erde wäre rein flächenmäßig noch Platz für einige Milliarden mehr. Es gibt zu viele von uns. Zu viele Deutsche, Amerikaner oder Skandinavier. Insgesamt leben nur 15% der Menschen in Industrienationen. Doch obwohl diese Zahl sogar sinkt, steigt der Verbrauch.
Und als wäre das nicht schon genug, streben aktuell Milliarden von Menschen aus Schwellenländern in Asien oder Südamerika mit allen Mitteln danach, an den sogenannten Errungenschaften der Zivilisation teilzuhaben. Sie wünschen sich Wohnungen, Autos oder Strom. Dinge, die für uns seit Jahrzehnten selbstverständlich sind, die aber trotzdem der entscheidende Faktor sein könnten, der den gefährlichen Wohlstand auf Pump zu einer Gefahr für das Überleben der Menschheit macht. Wir sollten uns klar machen, dass wir heute nur in Wohlstand leben können, weil es 3/4 der Menschheit nicht tun. Wenn die Schwellenländer ihren Verbrauch aber bedeutend steigern, während unser Konsum mindestens gleich bleibt, wird die Ausbeutung des Planeten dadurch immer und immer größer. Irgendwann ist schon bei heutigem Konsum alles verbraucht. Rechnet man diese zusätzliche Konsumsteigerung mit ein, ist unser Zeitfenster bis zu diesem Punkt deutlich kleiner. Immer vorausgesetzt natürlich, wir sind nicht in der Lage, diese Entwicklung mit Technologie oder Politik zu bekämpfen. Denn es gibt schon heute unzählige Möglichkeiten, der Gefahr von Überbevölkerung in Entwicklungsländern und Ressourcenverschwendung in Industriestaaten zu begegnen. Würde der Vatikan sich zum Beispiel entschließen, die Nutzung von Verhütungsmitteln zu erlauben, könnte die Geburtenrate, besonders in Afrika, alleine durch simple Worte drastisch sinken. Aber auch im effizienten Umgang mit unseren Rohstoffen können wir einiges verändern. Durch nachhaltigere Wirtschaft und Energiegewinnung, Recycling, abfallfreie Produktionskreisläufe und sogar Städte, die mehr Energie erzeugen, als sie verbrauchen. All das ist teuer, aber schon heute möglich. Energieeffiziente Verkehrssysteme sparen immense Ölmengen und Fortschritte in der Landwirtschaft, besonders durch neue Technologien oder sogar Gentechnik, könnten die Effektivität in der Nahrungsgewinnung enorm steigern. Ein größerer Verzicht auf Fleisch würde gigantische Ackerflächen freimachen, die bisher für die Futtermittelherstellung genutzt wurden, und das effektive Nahrungsangebot wohl um bis zu 30% steigern. All das liegt im Bereich des Möglichen. Aber solche Veränderungen brauchen viel Zeit und wer heute gewählt werden will, fordert mit Sicherheit nicht zum Verzicht auf. Realistisch gesehen wird aber wahrscheinlich keine dieser Maßnahmen in der Lage sein, das Problem tatsächlich längerfristig zu lösen. Noch dazu kommt ein weiteres Problem. Die Industrienationen können rational gesehen gar kein Interesse daran haben, das Bevölkerungswachstum in Entwicklungsländern zu bekämpfen. Denn das ist nur durch eine immens teure Stärkung des Sozialsystems, das zum Beispiel die Familie als Altersvorsorge unnötig macht, sowie durch mehr Bildung und allgemeinen Wohlstand möglich. Diese Unterstützung würde zwar die Bevölkerungszahl senken, den Konsum aber dramatisch erhöhen. Und das führt auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen zwangsläufig zu einem einzigen Ergebnis. Genau die Ressourcen, die dann in den Entwicklungsländern vermehrt nachgefragt werden, werden zuerst für alle teurer und fehlen am Ende auch uns. So traurig es klingt, ohne eine dringende Notsituation wird niemand eine solche Entwicklungshilfe umsetzen. Eine andere Version dieses Ansatzes wäre ein gesetzliches Eingreifen des Staates. Wenn in den Entwicklungsländern den beiden ersten Kindern einer Familie eine deutlich bessere Bildung beinahe kostenlos zugesichert wird, könnten diese die Altersvorsorge ähnlich gut übernehmen wie zuvor 5 ungebildete Kinder und würden somit weiteren Nachkommen unnötig machen. Im Zusammenspiel mit der Verbreitung von Verhütungsmitteln ließe sich die Geburtenrate nach Beginn des Projekts so wohl relativ schnell auf 2 bis 3 Kinder pro Frau senken. Doch solche Strategien bringen nicht nur unglaubliche Kosten mit sich, die erst einmal nicht in Form von Steuern erwirtschaftet werden können, solche Strategien verändern auch das Leben der weiteren Kinder grundlegend. Denn sobald sich eine Familie die Ausbildung des dritten Kindes nicht privat leisten kann, wird es von Geburt an seinen Geschwistern und fast der gesamten Gesellschaft chancenlos unterlegen sein. Gerecht ist das sicher nicht. Und realistisch betrachtet aufgrund der enormen Kosten und der nötigen Veränderungen der Infrastruktur auch allenfalls in mehreren Jahrzehnten umzusetzen, wenn es vielleicht schon zu spät ist. Die Frage ist aber, ob uns überhaupt eine andere Möglichkeit bleibt. Entweder wir verbrauchen weniger Rohstoffe pro Person oder wir müssen die Bevölkerungszahlen drastisch verringern, und zwar vor allem in den Industrieländern. Allein durch Technologie wird das Problem nicht zu lösen sein. Weil Politik und Wirtschaft solche großen und kostenintensiven Veränderungen aber höchstwahrscheinlich nicht umsetzen können oder wollen, wird es irgendwann zwangsläufig eng auf der Erde. Auf einem begrenzten Planeten mit sinkenden Rohstoffvorkommen gibt es immer mehr Menschen, die immer mehr konsumieren wollen und früher oder später feststellen müssen, dass es nicht mehr genug für alle gibt. Ab diesem Punkt werden andere Völker von tolerierten Mitmenschen langsam aber sicher zur Konkurrenz. Futterneid wird besonders in Entwicklungsländern zum Massenphänomen. Der Rassismus wird wieder aufblühen und mit allen Mitteln zu begründen versuchen, warum die Bevölkerung des Nachbarlands zu groß ist und nicht die eigene. Dieser Prozess wird einige Jahre andauern und die Wirtschaft in sich zusammenfallen lassen. Den am wenigsten entwickelten Ländern wird die Existenzberechtigung entzogen und die Welt wird von grausamen Vernichtungskriegen zerrissen. Letztendlich bliebe uns nur noch der animalische Kampf um die letzten Ressourcen.
Vielleicht war Zobrists Virus krank, grausam und menschenverachtend, aber unüberlegt war es auf keinen Fall. Was ist eure Meinung zur Gefahr der Überbevölkerung? Könnt ihr das Verhalten von Bertrand Zobrist nachvollziehen oder ist es vielleicht sogar der einzige Weg? Was ist für euch das größte Problem und die größte Chance in diesem Konflikt? Und wie stark beschäftigt euch dieses Thema im normalen Leben? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung sehr freuen. So zeigt ihr mir, dass die wochenlange Arbeit nicht umsonst ist und unterstützt mich nebenbei dabei, neue Zuschauer zu erreichen. Ich habe auch noch einige andere Videos zum großen Themenkomplex Zukunft der Menschheit erstellt. Links seht ihr zum Beispiel das Video über Chancen und Gefahren von künstlicher Intelligenz und rechts mein Video über die Fortschritte in der Medizin- und Stammzellenforschung und wie sich ein jahrhundertelanges Leben auf uns auswirken würde. Außerdem gibt es auf meinem Kanal ab jetzt eine Playlist über diese Themen. Ach übrigens, während ihr dieses Video gesehen habt, hat die Weltbevölkerung um 1500 Menschen zugenommen. In diesem Sinne war es das soweit von mir. Ich bin der Mats, hoffe es hat euch gefallen und verabschiede mich. Bis zum nächsten Video.